Bei manchen Menschen kommt zu Bildung von Ausstülpung in Dickdarmwand, das nennt sich Divertikulose. Wenn eine Entzündung noch dazu kommt im Bereich der Ausstülpung, das nennt sich Sigma-Divertikulitis. Sigma-Divertikulitis ist ein Notfall, der muss stationär behandelt werden mit Antibiotika. Wenn es immer wiederkehrt, dann wird der betroffene Darmabschnitt chirurgisch entfernt und wird das meistens laparoskopisch gemacht, das heißt mit der Bauchspiegelung.